Hi und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Nintendo. Diesmal ohne Janna, weil er hat keine Zeit und ist ja nicht cool, wenn ich so die ganze Zeit, auch wenn er das nur alleine macht, ich helfe ihm einfach aus. Versteht ihr? Hi Robin! Was machst du hier gerade? Warum bist du hier allein? Nichts. Ich mach die Aufnahmen. Wieso ohne mich? Ich dachte, du hättest keine Zeit. Das habe ich nie behauptet. Nicht? Oh, dann habe ich das wohl vergessen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen TPA-Spieltag. Spieltag Nummer 5, glaube ich. Und wir spielen heute mit unserem super, super, super tolle Team. Wartet. Geh Ninja. Und ich bin auch dabei. Mit Robin. Wir haben tatsächlich die Niederlage vom letzten Mal verarbeitet. Wir gucken auf unser Team. Wir gucken wieder unser Team an und denken uns: wieder mal kein Spieltag für Alola Vulpix. Wir finden dich noch. Wir finden noch was Gutes für dich, Kleines. Spieltag Nummer 5. Sehr gut. Spieltag Nummer 5. Wir kommen wieder zum Matchup Peru, in dem wir erstmal über das gegnerische Team reden. Das ist Schnupfen ist da von Brotblaze und Lloyd. Der liebe Brot oder Lloyd. Ach ja, unser Kampf war eine schöne Erfahrung, sage ich mal. Vor allem, weil die zu spät waren. Diesmal nicht ich. Ich war nicht zu spät. Also, ihr müsst euch vorstellen. Wir waren pünktlich. Dann aber kamen die an. Also kamen Leute zu spät. Dann bin ich was essen gegangen. Direkt eine Minute später schreibt mir Brot, Leute ist jetzt da. Robin war dann duschen, nachdem ich essen war. Und wir haben dann also 1,5 Stunden später erst gespielt. War super. Aber jetzt wird zack das Team eingeblendet. Und wir reden über das Team vom Gegner. Perfekt. Also, darf ich kurz was anmerken? Das Team ist schon die ganze Zeit eingeblendet, wenn du meine Schnittart kennen würdest. Ah ja, stimmt ja. Wenn du es cool machst, dann machst du es nicht so. mach ich aber. Also, Kyurem ist scary, weil es ist Kyurem. Ja, Kyurem ist halt... Ich glaube, wir hatten komplette Angst vor einem Specs Kyurem einfach. Und, aua, Alter, das tut uns so weh, ne? Insgesamt ein Specs Kyurem macht uns aua, ne? Mhm. Aber wir haben uns dagegen gepreppt. Wir haben halt einmal ein Banebi, was halt das Ding eigentlich one-hitted. Zu 99%. Ja, hat das, glaube ich. Oh. und dann haben wir halt noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel, wenn das Ding angechippt ist, könnten wir noch mit anderen Mons was machen. Wir haben Typ 0, wir haben Kramer, wir haben nicht viele Mons. Zu den Mons, die wir haben, kommen wir gleich. Denn wir reden jetzt weiter über das gegnerische Team. Wir haben noch Grifeldis. Grifeldis ist einfach scary. Ja, also gefällt das. Es ist unser Kramer. Also, es ist aber halt. Ohne Spielteil. Ja. Und wir wissen, dass. Anders, aber trotzdem. Wir wissen, dass Kramer gut ist. Auch wenn es nicht gerade viel Glück hat bisher. Aber darum geht es ja nicht. Wir kompensieren das ja durch unseren puren Skill. Ja. Dann das Gigamon. War auch so eine Sache, wo wir uns dachten: könnten die mitnehmen. Dann kommt aber Aquana nicht mit. Ja. Und wir gehen halt eher von Aquana aus, was sich auch bewährt zeigt, weil das Aquana kam mit, wie ihr gleich sehen werdet. Aber immer einfach aus dem Grund, dass wir halt Aquana gegen uns mehr gesehen haben, da wir gesehen haben, dass wir mit dem Rock-Type zusammen besser gegen das Ding klarkommen als gegen Mono-Water-Type. Ja. Dann hatten wir halt das Durant, das Fermicula hieß es, glaube ich, auf Deutsch. Fermicula, glaube ich auch. Ja, einfach ein scary Mon, wir hatten einfach komplett Angst davor. Haben ein auch dagegen haben wir uns gut gepreppt. Ja, wir haben nämlich ein kleines witziges Set, wir kommen gleich dazu. Dann halt Eren Arcani war uns halt eigentlich bewusst, dass es mitkommen muss, weil das eher das Mon ist, was dann halt die Fighting-Type-Attacks gegen uns raushaut. Ja. Da wir immer generell ein guter Typ gegen uns. Wir haben diesmal aber Feuerschwächen dabei. Wir kommen nicht ohne mindestens 2 Feuerschwächen dabei.
Nee. Weg. Also eigentlich bei einem guten Teambuilding haben wir immer mindestens zwei Feuerschwächen. Wir haben diesmal nur wir haben diesmal zwei. Mhm, wir sind ziemlich gut. Ja. Dann haben wir das Chuckle. Und ihr könnt es nicht wissen, aber ich überlege euch, also ich erzähle euch mal, was die letzten Spieltag gemacht haben. Der liebe Brot und der liebe Lloyd haben im letzten Spieltag die eine Fähigkeit von Chuckle dafür genutzt, Shell Smash Reverse zu benutzen. Bedeutet, die können halt alle Stats, die hochgehen, gehen halt runter und alle, die runtergehen, gehen halt hoch. Und damit haben sie halt ihren Gegner dort gut gewallt und den Spieltag damit gewonnen. Sweeped. Ja, das hat eigentlich basically wirklich gesweept. Und wir hatten halt ein bisschen Angst vor verrückten Ideen. Dazu kommen wir gleich noch. Dann haben wir deren Arctozolt, also deren Eis Elektro, ich habe gerade keine Ahnung, wie der deutsche Name ist. Arc Elektro Fossil aus der 8. Gen. Das ist halt einfach scary, wenn es schneller ist, ne? Weil es ging dann halt auch dort beim Scarf aus, einfach wegen dem Bolt Break hieß es, glaube ich. Ja. Dann das Puffiness. Beim Puffiness war es halt so, ja, ist halt eine Fairy, ne? So. Die wollten Puffiness eigentlich haben, fällt mir auf gerade, ne? Das haben die uns weggepickt. Ups. Ja gut. Das Mr. Mime war halt auch so. Man hat sich gegen gepreppt. Wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass es jetzt instant mitkommt. Aber wir haben uns halt trotzdem gegen gepreppt, geguckt, was man machen kann. Und ja. Dann das Reboot, also das Kickalo. Da gingen wir nicht aus, dass es mitkommt. Aber auch irgendwie schon. Weil beim Kickalo war es so, dass ich die letzten Spieltage dabei hatten. Warum besser sagt nichts. Also, wie gesagt, weil sich die letzten Spieltage dabei haben, gingen wir auch irgendwie in ein wenig im Gehirn hatten wir es im Kopf, dass halt das Kickalo auch mitkommen könnte. Ja. Und dann zuletzt haben wir, weiß beide Namen nicht, den englischen und Fortumini oder heißt keine. Fortuni, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dachten wir nicht, dass sie mitnehmen. Es ist das das Apro-Gras, wie ich ganz unten rechts, wenn es euch jemand, wenn jemand sich fragt, welches wir meinen. Wir kommen einfach dann zu unseren Sets und insgesamt, was wer mitgenommen hat. Wir sehen eigentlich basically viele Sachen, die wir dachten, dass mitkommen. Anstatt Reboot haben wir jetzt halt Grifeldes gesehen. Wir sehen oder halt. Anstatt irgendwas halt Grifeldes. Ja. Weil basically alles hätte anders sein können. Ja. Also, was wir eigentlich auch gesehen, aber. Also, bevor wir zu unseren Sets kommen, war mir von vornherein zwei Sachen klar. Nummer 1, sie haben zwei Ice-Types. Nummer 2, sie haben zwei Fire-Types. Ich hab ein bisschen. Nummer 3, die haben. Eigentlich wichtiger. Kein Defog dabei. Und kein Spin. Und jetzt kommen wir zu etwas, was wir gehofft haben. Also wir dachten uns, okay, mit Grifeldes haben sie wahrscheinlich einen Defog dabei. Dennoch haben wir gesehen, wir können mit Hazards viel machen diesmal. Und deswegen haben wir dieses Bundlebee diesmal nicht Setup, nicht Specs, sondern Sticky Web gespielt. Mit Sticky Web. Also, und wir fangen jetzt einfach mal rechts an. Als wir deren Team gesehen haben, haben wir gesehen, oh, die bekommen ja Sticky Web gar nicht weg. Und wir haben Sash auf dem Ding. Wir haben einen safe Sticky Web. Einfach so free. Und deswegen können wir jetzt schon verraten, wir werden mit Bunnaby leaden. Dann haben wir halt unser Kramor. Es hat übrigens auch noch einen Call Mind und einen Batten Pass sowie Moonblast, glaube ich, drauf. Ja. Damit es Call Mind auf irgendeinen Mon passen kann. Ja. Keine Ahnung, es könnte auf Blastoise passen, es könnte auf. Wir dachten uns halt, notfalls, wenn es zu der Chance kommt, dann haben wir es halt. Ne? Ja. Und will wenigstens die Spätzdef oder den Spätzangriff. Dann kommen wir mit unserem innovativsten Pokémon, ne? Nämlich unserem Kramor, welches seit. Kramor mit Body Press, Iron Defense, Iron Head und Ruheort. Also basically dasselbe Set wie die letzten Male. Außer Spieltag 1, da hatten wir es nicht gespielt. Ja, wir haben halt diesmal nur gesagt, okay, wir spielen es komplett für Steph. Weil die Firemons für Steph waren. Schaden machen. Die Firemons waren für Steph und deswegen habe ich mir gedacht, yo, für Steph ist besser. Das sollten wir spielen. Und dazu haben wir die Anti-Fireberry,
weil wir uns mit der Anti-Fireberry in einem Neutral-Setup, also 100-100 oder auch ein bisschen angechippt bei unserer Seite, auf jeden Fall, wenn beide nicht gesetupt sind oder wir halt nicht in einen Feuermon rein switchen, können wir uns gegen einen Feuermon so gut setupen, dass wir ein 1v1 gewinnen. Gegen beide. Wir haben gegen beide das geguckt. Actually gegen jedes Mon setupen. Gegen jedes. Das ist viel wert. Dann kamen wir zu unserem Tour-Talk. Unser Tour-Talk war eigentlich ein ganz normales Set. Wir haben wegen dem Shuckle Sweep sicherheitshalber einen Haze reingenommen, auch wenn irgendein anderes dummes Mon sich setupen will und wir uns denken, nein. Welche Beere hatten, was für ein Item hatten wir gespielt? Auf dem hatten wir die Anti-Elektro-Beere gespielt. Weil wir uns dachten, wir sind langsamer als deren Elektro-Viech da. Und wollen halt vielleicht einen Hit tanken, ne? Wenn es nötig ist. Insgesamt wollten wir halt einfach die Anti-Elektro-Berry, weil wir uns damit sicherer gefühlt haben. Und wir gesehen haben, Elektro ist das eigentliche, was uns schwächen kann. Dann haben wir halt noch Scald drauf gespielt, Flash Cannon für das Puffiness, wo wir eigentlich die meisten Probleme mit hatten, wo ich auch Angst hatte, dass es mitkommt. Das hätte uns ziemlich nass gemacht, just saying. Dann als nächstes... Also okay, wir hatten es mit uns dagegen, aber das wäre gut gegen uns gewesen. Ja. Übrigens auf dem Tour-Job war auch noch Rapid Spin drauf, ja, einfach wegen... weil wir mit dem Kramor oder mit dem Rotom nicht Defog drücken wollten, damit unsere Hazards nicht wegkommt. Ja, Rotom und wollten wir halt... plus 1 Speed Turtok. Ja, plus 1 Speed Turtok ist auch nice. Und dann kommen wir zu Rotom. Rotom war eigentlich ein ähnliches Set, wenn nicht sogar das gleiche wie letztes Mal. Wir haben es halt wieder defensiver gespielt. Wir haben defensiver gespielt, ich glaube diesmal Spätzdef. Haben es wieder mit Thunderbolt gespielt, damit es halt das Aquana vielleicht ein bisschen anschippen kann. Oder halt sogar 1v1 kann. Wir wussten es halt zu dem Zeitpunkt des Matches noch nicht. Ob es das kann, kam auf an, ob es physisch oder defensives Aquana ist. Dann haben wir halt ein... Ja. Super gut gegen dieses Team. Ja, dann haben wir halt ein Volt-Switch. Die haben keinen Switch. Ja, die haben halt eigentlich kein Switch gegen Rotom. Und dann halt der Volt-Switch. das sollte man eigentlich immer dabei haben, ist halt der Overheat. Und dann zu guter Letzt ist halt der Pain Split. Nee, was war drauf? Nasty Plot. Stimmt, wir haben gesagt, wenn die uns irgendwie halt mal setupen lassen, dann ist halt eh vorbei, weil können wir auch zwei Overheats rausbekommen, ohne wirklich sagen, aua. Also, das ist halt. Das wäre ziemlich nice. Mhm. Aber war jetzt nicht unser Gameplan. Wir hatten einfach einen Move übrig und das hat reingepasst. Und dann kommen wir. Null. AKA Gork. Bei ihm war es so. Wir haben halt gedacht, okay. Das Ding hat offensive Moves. Aber wir können eigentlich, wenn sie nicht Aromatherapie oder Heal Bash spielen, alles außer das Vermiculite, also das Durant, wegstallen. Nein. Mit Toxic. Wir konnten mit dem Set, das war Nitro-Ladung, Toxic, ich wollte das, Rest, ich habe die Nitro-Ladung noch mit Absicht noch nicht erwähnt. Ah ja, super. Wie gesagt, und weil Durant das einzige Mann war, was wir nicht mit nicht mit Toxic besiegen konnten, haben wir halt den Flame Charge mitgenommen, weil wir uns dachten, okay, wir können uns Speed boosten und wir zuhitten das Ding. War einfach nice. Ja. Actually. Dann haben jedes wir dieser Mon, was da drin steht, würde im 1v1 gegen Typ 0 verlieren. Weil irgendwann der Toxic halt zu hoch wäre und sie uns zu wenig Schaden machen. Kein Mon macht uns über 50%. Also außer Kyurem, aber dann macht uns das im zweiten Hit nicht mehr 50%. Also ja. Und Reboot mit High Jump Kick, aber... Reboot mit High Jump Kick war halt dann zu dem Zeitpunkt so scary. Wir dachten uns auch nur so... okay, das ist vielleicht das einzige Problem, aber... Aber nicht zu scary. Das könnten wir auskontern. Dafür hatten wir andere Monster. Und dann haben wir halt unser Rihornior. Rihornior war diesmal dafür da, wir haben gesehen, Hazards sind gut. Okay, also spielen wir diesmal Deathrocks. Hazards sind gut, Kyurem ist scary. Deathrocks, Anti-Eisbeere, weil... Wir könnten Kyurem damit wallen. Wir können damit halt einen Hit von Kyurem überleben. Zumindest ja. Einen Hit mit einer Ice Attack.
von einem physischen oder halt einem speziellen. Wir haben uns halt komplett speziell defensiv gespielt, um das halt, weil wir halt Angst vor einem Specs und hatten und so. Actually, Specs Curum. Das hat Icebeam von Specs Curum getankt. Das hat, ja. Und deswegen haben wir halt gedacht, okay, ich bin halt die Anti-Eisphäre und dann halt noch für Curum dann halt die Stonehenge und für alles andere basically eigentlich dann den Earthquake. Ja. Und wir müssen noch die Spitznamen erwähnen, die haben wir vergessen. Okay, Spitznamen gehen wir durch. Wir haben diesmal die almanischen Spitznamen genommen. Wir fanden das ja, als gutes alles Thema. Alles ist deutsch? Alles ist deutsch oder deutsch angehaucht. Also wir haben einmal Süßigkeit. Dann haben wir als Sweetie, ihr versteht schon. Dann haben wir als zweites, da unser Kramer bisher immer eine Anime-Anspielung war, haben wir einen Teil, also One Piece. Wenn Leute von euch es nicht gecheckt haben, was ist falsch mit euch? Schaut One Piece. Dann haben wir auf unserem Blastoise, oh Gott, ich hab den Spitznamen vergessen. Dickes Kaiutsu. Wir haben es nicht Fat Kaiutsu genannt oder Fat Greninja, wir haben es Dickes Kaiutsu genannt. Dann das haben wir Deutsches. Natürlich, um Robin. Rotom Elektro. Auch sonst. Wir haben halt Rotom Elektro dabei. Was sonst? Ich meine, wir müssen Robin nochmal ehren für seine Namenkenntnisse in den letzten zwei Spieltagen. Und dann haben wir halt Gork, because Georg. Jana fand witzig. Ja, krass, Klassenfahrt. Gork ist Beste. So, ich find's witzig einfach. Und dann haben wir als letztes einfach. Und natürlich auch noch. Ich werde das piepen. Natürlich ja. Musst du das piepen, darum geht's mir. Und ja, beziehungsweise es ist halt die deutscheste Beleidigung. Das kann niemand mehr anders sagen. Wirklich, wenn man an eine deutsche Beleidigung denkt, denkt man als erst an. Ja, das ist ein guter Name. Yay, ich mag es zu piepen. Wir kommen jetzt direkt zum Match. Wir gucken uns an, wenn wir was sie geleadet haben. Sie leaden nämlich mit dem Arctozolt. Und ja. Wir dachten uns halt, ja, wir drücken Sticky Web, ne? Und dann sind wir schneller als alles. Wir waren schneller. Was uns erstmal gewundert hat, weil wir uns davon ausgingen, ist das Scarf. Im Nachhinein hat sich ausgestellt, ein Scarf hätte nichts gebracht. Wir sind trotzdem schneller, weil wir Fullspeed sind. Also wir sind schneller als ein. Die einfach besser ist. Einfach besser als. Aber das hat uns halt. Also wir wussten das zu dem Zeitpunkt nicht. Wir waren halt ein bisschen verwirrt so. Sind dann halt auf. Also die haben dann Iron Tail gedrückt. Das war halt. Mit dem Sash halt sehr effektiv. Okay. War eine 50-50, ob der Sash sich aktiviert. Wäre eh egal gewesen. Wir wollten halt jetzt rausswitchen, weil wir uns dachten, okay, das Bunnaby können wir vielleicht noch. Mit dem Bunnaby können wir maybe Revenge killen, wenn es geht. Oder sowas. Also zumindest habe ich das gedacht und ich habe Robin gesagt, nächsten Spieltag vertraust du mehr auf mich. Obwohl er es hacken wollte. Und deswegen habe ich gesagt, rausswitchen oder Batten Pass. Ich weiß nicht, ob wir den Batten Pass zeigen wollen. Robin hat dann den IQ-Move gebracht. Er meinte, weil ja, ich aber. Bin als du. Ja, aber wenn die jetzt raus switchen und wir Batten Pass drücken, kriegen wir die Switch Advantage. Oh ja! Und das ist nice. Deswegen das machen wir. Und das ist genau so passiert. Das war Perion kam und wir sind auf Hypnoe gegangen. Weil das wir uns dachten, also erstmal wir dachten uns erstmal, okay, Rotom. Dann dachten wir uns aber auch, Rotom ist zu risky. Also dachten wir uns, wir probieren es mit dem Toxic. Also wir wussten noch, dass Durant war da, ne? Und wir wussten halt, okay, das Durant können wir aber 1v1, weil das macht uns nicht genug Schaden und wir haben halt den Flameshaft dabei. Es war eigentlich kein Problem mehr gerade da, nicht mit Gork irgendwie Work zu machen. Deswegen und haben wir jetzt... Gork, 1v1 dieses Ding. Deswegen haben wir jetzt erstmal Toxic... Was dieses Ding hat, Gork gewinnt. Deswegen haben wir jetzt erstmal Toxic gedrückt. Ja, stimmt. Deswegen haben wir jetzt erstmal Toxic gedrückt. Protect kam, haben halt den Toxic predicted. Wir haben dann gesagt, okay, drücken wir halt nochmal Toxic, weil... Was sollen die machen? Ja, dann sind die halt auf Durant rausgegangen und wir dachten uns halt nur so, juckt uns nicht. Dann spoilert schon wieder die ganze Zeit, richtig schlimm. Egal. Durant halt Toxic, war immun. Die sind auf Rockslide gegangen, wir sind auf den Flame Charge gegangen. Bam, 50 weg. Wir haben gekalkt. Das war eine Minroll. Außer es war, die waren hatten irgendein Item, was ich nicht vermute. Also ich glaube nicht. Oder die waren irgendwie Death Investment. Aber ich glaube nicht, weil dafür hat das genau gut genug Schaden gemacht, ne? Ja. Und wir waren jetzt schneller als das Ding.
Übrigens, 96%, 69%, ich liebe unser Mon. Wir sind unfassbar gut. Deswegen drücken wir jetzt einfach nochmal Flame Charge, weil wir uns sagten, das ist halt der safeste Move. Also ich wollte erstmal Toxic drücken. Nachdem haben wir uns gedacht, ja, plus 2 Speed ist halt nochmal geiler. Weil wir halt dann Rest besser, weil wir können dann halt safer Rest rausbekommen. Und deswegen haben wir gedacht, drücken wir halt nochmal Flame Charge. Die hingegen... Und wenn die Student tot ist, dann 1v1 wäre... Also die hin- und also die hingegen alles. Sind jetzt hier nicht rausgegangen, sondern drin geblieben. Was uns erstens verwundert hat, weil wir uns dachten, okay, vielleicht haben sie auf den Toxic gehofft, aber es ist trotzdem, für, finde ich, kein Grund drin zu bleiben gegen ein Mon, was euch two-hittet. Also, vielleicht dachten sie, wären schneller. Oder sie haben halt einfach gehofft, dass wir Toxic drücken, sie dann Rock Slide bekommen, aber das würde halt nichts bringen, weil wir sind dann im nächsten Turn schneller. Also eigentlich hätte das Ding uns nicht gekillt. Und dass sie Rock Slide gedrückt haben, wir haben nach dem Match mal nachgefragt, warum. Die wollten uns flinchen. Also sie hatten Iron Head dabei. Damit hätten sie uns mehr Schaden gemacht und uns geflincht. Possibly. Also genau die gleiche Wahrscheinlichkeit und noch eher getroffen. Also das war ein Misplay. Wir sind dann hier auf plus 2 und die kamen mit dem Reboot rein. Problem beim Reboot, das killt uns. Mhm. Also was haben wir gewesen? Ja, also was haben wir gemacht? Wir sind auf Korf rausgegangen. Weil wir sagten, Korf kann das Ding 1v1. Das wissen wir ja durch unsere Beere. Also kam hier der High Jump Kick. Und wir sind hier auf. Schaden. Und ich habe hier einen Miss. Ich habe hier einen Misskick gemacht. Ich bin anstatt auf Iron Defense auf Iron Tail gegangen. Wir hätten ja da das Match gewonnen. Ja, wir hätten das ab da vielleicht das Match gewonnen, aber unser Problem war halt, ich bin ein bisschen vergessen, also ich bin ein bisschen dumm. Ich habe halt gesehen Iron und dachte mir nur so, ja. Aber es war dann halt doch eher sehr Iron Head, so, naja, nicht so schlau von mir, tut mir leid, aber wir haben halt jetzt trotzdem das angechippt, sag ich mal. Und dann kamen wir halt mit dem Iron Defense, die drücken Teleport. Wir waren verwundert. Warum sollten die das auch tun? Gut für uns. So, dann dachten wir uns halt, oh ja, das ist ja... Wir switchen aus. Und dann war wieder jetzt waren wieder unsere drei Gehirnzellen aktiv, weil wir nicht richtig gekalkt haben. Wir denken, das ist kein Scarf. Das heißt, wir sind schneller. Drücken wir doch einfach mal Iron Defense. Obwohl ich gesagt habe, okay, wir nehmen das Ding raus. Wir drücken Iron Defense. Es ist schneller, macht uns gut Schaden. Die sind Scarf. Ja, die sind Scarf. Oh, wer hätte das Warum erwartet? Sind die Scarf? Wer hätte das erwartet? Die wären mit Speed wesentlich schneller als Bundlebee gewesen. Nein, wären sie nicht. Warum sollten die kein Speedwesen für Bundlebee spielen? Die wären nicht mit Speedwesen schneller gewesen. Echt nicht? Nein, das Bundlebee ist. Blöd. Nein, ich habe das auch gesagt. Egal. Auf jeden Fall, das Ding ist schneller. Was machen wir also? Aua, wir müssen rausswitchen, auch wenn es schön ist, auf plus 4 zu sein. Wir gehen also, weil wir halt denken, das ist Scarf, gehen wir halt weiter auf Rhyperior. Wir bekommen dann halt die Immunität, was gut ist. Weil wir gut sind. Und gehen dann halt auf EQ. Oh ne, wir sind erstmal auf die Rocks gegangen. Ne, wir sind auf die Rocks gegangen, weil so. Rocks geil sind in dem Matchup. Dann kam das Vaporeon, also das Aquana, wir sind halt rausgegangen, auf Typ 0 wieder, weil wir uns dachten, das... Nur mal kurz zum Flexen, wir hätten wahrscheinlich eine Attacke von dem Aquana getankt. Ja. Easy. Einfach nur. Obwohl beim Aquana weiß ich. Weil einfach zu gut ist. Bei Aquana weiß ich's nicht. Bei anderen Monstern sehen wir jetzt gleich. Ich weiß nichts mehr. Jetzt sind wir halt hier drin geblieben und dachten uns halt, okay, wir drücken jetzt Flame Charge und chippen das Ding an. Weil wir müssen eigentlich ein Soul-Ding tanken und sind dann schneller und können halt resten. Die hingegen drücken Surf. Und wir dachten uns halt, warte mal, war das Ding nicht physisch? Warte mal, warum haben die Surf dabei und warum drücken die das gegen einen Typ 0? Rausstellte sich, die haben auf den Switch-Out in Rhyperia wieder predicted. Weil sie dachten, okay, die gehen auf den Soul-Ding. Hätten wir auch getankt, just saying. Hätten wir halt getankt, das meine ich ja. Deswegen. Wir hätten es getankt und deswegen gehen wir hier auf den Flame Charge. Machen gut Damage so. Sind halt schneller jetzt. Und können halt jetzt hier einfach easy nochmal drücken. Ne? Weil wir tanken. Haben wir uns nicht Toxic geholt?
Ich weiß nicht, ich guck mal. Wir sind, glaube ich, auf den Flamecharge gegangen. Ich bin, glaube ich, auf den Flamecharge gegangen. Ja, ich glaube schon. Dann kam das Reboot und wir dachten uns wieder, ah, Reboot, wir müssen raus. Worauf gehen wir raus? Und das war die Sache, wo wir uns dachten, wir brauchen eigentlich safe Switch in. Es tut uns leid, Rebombi, aber du hast den besten Work des ganzen Kampfes gemacht. Ich liebe dich, Süßigkeit. Aber du hast, sie hat den besten Work des ganzen Kampfes gemacht. Ne? Sie war also auf jeden Fall besser als... Ja, naja, das weiß ich, der hat auch noch Work gemacht. Egal, auf jeden Fall, weil die Sticky Webs haben uns den ganzen Kampf lang gecarried. Also sind wir raus auf die Bombi, haben das dann gesackt. Und Brot war froh, dass wir ihren zweiten Kill auf einem Kekalo bekommen haben. Heilige Scheiße, wieso hat das Kills? So, aber ich bin froh, dass wir nicht der Erste waren. So, die Bombi ist raus. Dann kam das Blastoise halt rein, weil wir uns dachten, das ist eine Idee. High Jump King Tank ist gut. War halt auch gut. Scald kam. Geht halt eine Kette gekillt. Die sind AV. Aber die sind einfach. Warum sind die Assault West? Warum? Weil. Das wird. Angriffsweste, glaube ich. Nein. Keine Ahnung. Jonna blendet's jetzt ein. Drum, besser sagt nix. Ja, Gangshot kam, hat gecrittet. Und Gangshot. Gecrittet und gepoisoned. Also, ich will nur sagen, wenn. Warum? Wenn etwas crittet, muss es doch nicht gleich auch den Effekt, also wie hoch ist die Prozentchance, dass etwas crittet und burnt? Das crittet und burnt gleichzeitig. Das ist glaube ich 1%. Und das ist uns schon öfter passiert. Wir haben auch schon öfter Crit Burns bekommen auf unserem Kramor. Ich hasse mein Leben, Alter. Wir dachten uns halt nur so, ist nicht nice. Okay, wir drücken halt Scald und nehmen das Ding raus. Ja. Weil wir uns dachten, warum sind die drin geblieben, aber egal. Also sie haben so. Da kam das Switching halt gebaut. Hatten sie kein so gutes Matchup. Da sind sie halt in ihren Eis-Dieter gegangen. Jetzt hat Jonna gesagt, ey, lass doch jetzt auf Differenz spielen. Ja. Ich hab gesagt, lass auf Differenz spielen. Weil ich wollte das Ding nicht sacken. Ich hab gesagt, risky, aber dein Ding. Weil ich ihm letztes Twitter gesagt habe, hey, vertrau mir mehr. So. Wir sind also auf das Ding gegangen. Was ein Specs Curem. Nur auf Full Life getankt hätte. Und die gehen auf die Dance. Und wir denken uns so. Auf die Dance. Wir denken uns so, das ist speziell? Ich meine, das ist. Physisch, das ist physisch. Und wir haben die Anti-Eisbeere. Wir tanken einen Hit auch auf plus 1. Oder nicht? Ja. Um was gehen wir? Vor allem unsere physische Defensive. Die gehen auf Icicle Spear. Das macht uns also. Nichts. Drei Hits? Naja, schon ziemlich viel. Also, ja, ein Drittel für drei Hits. Ich glaube, normal, mit fünf Hits ohne die Anti-Ice-Berry hätte uns das, glaube ich, gekillt. Ja. Aber wir waren halt einfach besser. So, dann gingen wir halt einfach auf Stone Edge. Der hat nicht gemisst. Und, ich danke dir, Rimonio. Alter. Also, nach dem letzten Mal. GG-Game. Ja, also, und dann damit hatten wir das Curum down und wir dachten, wir waren einfach nur noch glücklich. So. Wir haben geschrien. Ja, dann kam das Ding raus. Nächstes Mal. Da kam das Ding rein und wir dachten uns, das killt uns nicht. Das killt uns nicht. Wir können einfach eigentlich easy drin bleiben und EQ drücken. Wir gehen auf Sold Beak, weil sie dachten, wir gehen auf das Kramor raus oder Bolt sowas. Bolt Break, glaube ich, oder? Da haben sie halt versucht zu predikten, war halt ein Misspredict. Ja, und dann, jetzt geht halt die längste Phase los, nämlich Hallo, willkommen Gork und willkommen beim Gork Stall Battle. Was kann ich für Sie tun? Wir sind Turn 22. Merkt ja. Euch das. Turn 22. Und wir lassen jetzt erstmal durchlaufen und labern einfach. Also, basically haben wir jetzt einfach gerestet und dann halt auf beim Talk gehofft, dass wir halt ein Toxic bekommen. Kam nicht. Kam erstmal Rest. Ist ja in Ordnung. Ja, dann kam das zweite Mal immer noch nicht. Okay. Scald kam. Der Rest war in Ordnung. Dann sind wir halt auf Toxic selber gegangen. Die Toxic erstes uns. Mal getoxic. Wir gehen auf Rest und machen den Toxic weg. Dann gehen die auf Wish. Wir gehen auf Talk und kriegen Lucky den Toxic, was halt gut für uns war. Wir hätten es einen Turn später zwar selber gedrückt, aber egal. Aber in dem Turn nicht.
Ja, also wir hätten zwei miteinander bekommen. Erstens. Kriegen wir nochmal Toxic. Und erst, spätestens hätten wir jetzt selber den Toxic bekommen. Aber wir sind dann auf Flash, Blank Charge gegangen. Kurze Erklärung. Wir wollten nicht disrespecten. Wir waren zu dumm, zu realisieren, dass es keinen Bedroher hat. Ich glaube, das hat sogar noch Hochmut, heißt die Fähigkeit so? Ja, keine Boxen. Ahnung. Wir waren zumindest zu dumm, zu realisieren, dass es wahrscheinlich Flashfire hat. Egal, wir konnten das Mon immer noch 1v1. Ja, wir konnten es immer noch 1v1. So, die rücken Morningsun. Wir rücken Rest. Die sind wieder voll. Die drücken Flamethrower. Wir kriegen Rest. Ich meine, eigentlich würde. Ja, das war zu dem eigentlich, egal. Das ist eigentlich egal, wir wollen einfach nur Restoren. So, wir drücken dann warum auch immer nochmal, weil wir dachten. Warum haben wir nochmal gedrückt? Hast du nochmal gedrückt eigentlich? Nee, ich hab gerade. Ah nee, das war der Rest. Das war der Talk. Sorry. Das war der Talk. Der Talk mit dem Talk kam nochmal das aber Ding, das ist Backup teleportet auf das Ding. So, wir dachten uns jetzt, okay, was wollen die machen? Die wollen halt hier stallen. So, die wollen uns halt wegstallen. Die könnten halt zu zweit das 1v1 gewinnen. Wir dachten uns ja, aber, no way, ihr drückt jetzt Wish und wir gehen auf Korf. Das hat was haben sie gemacht? Wish gedrückt. Ja, Wish gedrückt und wir sind auf Korf gegangen. Dadurch konnten wir jetzt einfach easy uns hochroosten. Weil wir zu intelligent sind. Da wir ja nicht speziell defensiv ist, macht uns das ein wenig viel Damage für unsere Meinung nach. Aber das hat uns jetzt nicht gejuckt. Wir sind halt nochmal auf Roost gegangen. Weil wir nicht low sein wollten halt einfach. Weil das halt der Kacke sah. Und sind halt jetzt hier auf Iron Defense gegangen. Um halt Damage zu machen. Da, die gehen raus. Wir gehen auf Iron Defense. Dann sind wir, glaube ich, einfach ein... Die sind auf Morningstern gegangen, wir sind einfach auf Body Press gegangen, hat nicht gekillt, okay. Ich habe gesagt, wir hätten auf Iron Defense gehen sollen. Dann! Oh die mein Klicken. Gott! Aber wir tanken das natürlich. Also, können wir bitte anmerken, wie viel Pech unser Korf hat? Ich meine, wir kriegen die Beere. Die Kritten. Und. Die Kritten erstens. Und wir saven uns durch die Beere. Also, wir haben Glück im Unglück. Ne? Ach, die waren Heavy Duty Boots, ne? Wollte ich ja, nochmal erwähnt haben. Weil die haben halt keinen Damage bekommen. Also, die waren Heavy Duty Boots. Die waren nicht minus 1. Ja. Wir drücken dann Body Press und nehmen es raus, weil wir uns dachten, heilige Scheiße. Also, wir wussten, dass wir einen Hit tanken. Mit Crit wussten wir es nicht, aber wir haben mit Iron Defense gedrückt, weil wir das Ding down haben wollten. Ja. Da war es halt ein 1v1 gegen das Vaporeon. Wir haben uns halt erstmal hochgeroostet. Und eigentlich haben wir uns jetzt basically die ganze Runde hochgeroostet, bis das Toxic den Work gemacht hat. Ja. Ja, hier kam nochmal der Burn und deswegen Hashtag Karma wurde wieder geburnt. Dankeschön. Aber wir haben uns auch viermal gescored. Und das ist 30%. Ja. Das ist total fair. Also. Wir haben uns beim ersten Scored geburnt. Nein. Doch, die sind reingekommen, haben Scored gedrückt, geburnt. Ja, aber die letzten, bevor Akani reingekommen ist, okay. Haben die schon mit Scored geburnt. Ja, wir drücken halt jetzt, man kann es Assi nennen, aber wir haben halt jetzt einfach Roots gedrückt, weil wir jetzt dachten. Das war nicht Assi. Wir haben safe gespielt. Ja. Dann kam hier der Protect. Hier kam der Protect, wir wollten halt greedy sein und es killen. Aber haben dann gesagt, na come on. Wir drücken dann weiter Roots. Die kriegen den Wish raus. Und wir dachten uns halt, wir drücken jetzt nochmal Iron Head. Flinchen tatsächlich. Wir dachten es einfach warum. Das war ein Disrespect? Das war ein Disrespect, weil Robin dachte, ey, lass mal Iron Head für Flinch drücken. Habe ich gemacht, hat gekillt. Wir haben nochmal einen Body Press rausbekommen. Die haben gesehen, es bringt nichts mehr. Und wir haben 5-0 gewonnen. Ja! Ich kann mich endlich freuen. Oh Gott. Wir hatten eine gute Team Preview und haben gewonnen. 20 Minuten. Wir haben noch nicht mal Rotom Electric gezeigt. Wir sind so gut. Wir haben nicht mal unser Rotom reinbringen müssen. Das ist gut für uns. Aber insgesamt super, super gut für uns. Weil wir haben eine bessere Differenz jetzt. Es war immer noch die schlechteste. Außer ein paar Leute verlieren hoch. Aber wir sind näher an den anderen dran, die verloren haben. Durch diesen Spieltag haben wir Chance auf die Playoffs. Ja, wenn wir die nächsten noch gewinnen. Genau, also klar, aber... Wir geben nicht auf, wir versuchen weiterhin das Niveau auf diesem Spieltag zu lassen, maybe? Wäre ja mal schön. Wir 6-0 ab jetzt einfach alles. Alles mhm, geht. Klar.
Weil wir einfach zu smart sind. Ja. auf jeden Fall möchte ich anmerken, wir haben gewonnen, 5-0 tatsächlich. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr happy. Ich bin einfach platt so. Ich konnte mich die ganze Aufnahme nicht freuen. Ich war innerlich einfach happy as fuck. Und jetzt, ja. Der Kampf ist wie lange her? Jetzt durch die Aufnahme eine Stunde, 40 Minuten, ja. 45 Minuten. Eieiei. 20 Turns waren es, ne? Die jetzt, die, wo das Vaperion und das. Ja, das so waren zwar 20 Turns, aber wir haben gar nicht mehr gekalkt, wir haben einfach nur gedrückt. Und das war halt das, was das Gute war. Wir haben halt nicht mehr. Die 20 und? Runden waren. Hat Work gemacht. Ja. Eigentlich immer noch mit einer unserer MVPs irgendwie in jedem Spieltag ist immer noch, keine Ahnung warum, Rhyperior. Ich hasse es, also auch wenn Rhyperior ein nicht geplanter Pick. Ist schon jeden Spieltag. Also auch wenn Rhyperior ein nicht geplanter Pick war, macht es bisher mit dem besten Work. Genauso, also ja. ich war auch glücklich, dass wir nach unserer grottigen Typ 0 Performance im ersten Spieltag auch das nochmal glänzen lassen konnten. Also, ja. Das war ja mal. Das war Hashtag heute der MVP. So, dann hat halt, okay, auch wenn Rebombi circa 2 Turns drin war, hat es den besten Work des ganzen Kampfes gemacht, meiner Meinung nach, weil die Hazards wichtig waren, um manche Setups zu gewinnen, um halt zum Beispiel mit, also ein Großteil war langsamer als ein Plus 1 Typ 0. Ja, das war richtig gut. So. Ja, und dann geht's. Aber damit war es das jetzt für heute. Ihr sollt liken vielleicht, wenn ihr Lust habt. Ihr sollt abonnieren und Glocke aktivieren. Und ihr könnt kommentieren und das Video teilen und ihr favorisieren beziehungsweise schade. Aber auf Twitch vorbeischauen. Also 5 Sachen sollt ihr. Auf Twitch vorbeischauen. Auf Twitch vorbeischauen. Weil da gibt's heute auch. Heute Abend. Ah, nein, morgen. Gestern. Gestern. Ihr könnt euch das von gestern angucken. Gestern gab es ein kleines TPL Monotype Tournament mit 8 Leuten. Bisschen paar. Ich weiß nicht, ob sie mehrere gemacht haben. Ich weiß es halt jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, das kommt. Das kam gestern. Ihr könnt euch das gerne und? In der POV an. In der POV. Also nicht POV. Im VOD angucken. Ist wahrscheinlich noch auf meinem Twitch-Kanal. Video. Link in der Beschreibung. Ihr könnt auch gerne bei den anderen Boys vorbeischauen. Immer nice. Und natürlich jeden Freitag auf Twitch bei Nintendo. Let's go. Ich streame Freitag. Vielleicht streame ich jetzt ein bisschen öfter. Kommt drauf an, wie Bock ich auf Breath of the Wild habe. Weil wir spielen gerade ein bisschen im Stream Breath of the Wild. Und ich habe überlegt, vielleicht ein bisschen zusammen zu cutten und hochzuladen. Vielleicht gibt es auch jetzt mehr Videos dadurch. Oder mal ein Video zwischendurch. Yay. Ja, dann gibt es natürlich nur Pokémon für die, die keinen Bock auf Pokémon haben. Warum habt ihr keinen Bock auf Pokémon? Nein, aber, ja. Ich danke euch fürs dabei sein in diesem Video. Man sieht sich nächste Woche Sonntag zu Spieltag Nummer 6 der TPL. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Drum besser sagt nichts.